Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zur vorletzten Ausgabe unserer Ringvorlesung nach den Sternengreifen, der Weltraum als Wirtschafts-, Lebens- und Wettbewerbsraum im 21. Jahrhundert begrüßen können zu dürfen, im Namen der vier Partner Kasses von der Universität Bonn, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie dem Forschungsnetzwerk Sichtraum. Sie haben es dem Titel entnehmen können, die europäische Raumfahrt steht heute an einem strategischen Scheideweg. Der Wettlauf um die Sterne zwischen den USA und der Sowjetunion in den Jahren des Kalten Krieges wurde, das haben mehrere Ausgaben der Ringvorlesung klar gemacht, von einem neuen, oft unterschätzten Duell zwischen Washington und Peking abgelöst. Zugleich sind, auch das haben einige Referentinnen und Referenten konstatiert, neue, ehrgeizige Spieler staatlicher und privaterseits aufgetreten, die neben einem durchaus geschwächten, aber nach wie vor, das sehen wir auch täglich in der Ukraine, durchaus handlungsfähigen und vor allem handlungswilligem Russland technologische Infrastrukturen im Weltraum aufbauen und betreiben. Angesichts dieser Gemengelage müssen sich die Mitglieder der Europäischen Union der Frage nach eigenen Ambitionen sowie der institutionellen und industriellen Organisation der EU in Weltraumfragen stellen, um in dem derzeitigen und auch zukünftigen Umfeld zwischen den staatlichen, aber auch privaten außereuropäischen Weltraumakteuren bestehen zu können. Dabei werden auch alte Gewissheiten über Bord geworfen werden müssen. Bedauerlicherweise ist parallel die Kernfrage aus europäischer Sicht der tatsächlichen Führung in europäischen Weltraumangelegenheiten zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der Europäischen Union immer noch nicht strategisch geklärt. Es ist schwierig, einen klaren Dirigenten, wenn Sie so wollen, zu haben, wenn es zugleich an einer soliden, langfristig ausgerichteten Finanzierung mangelt, der Staat sozusagen als Ankerkunde nicht wirklich auftritt. Und auch politische Uneinigkeit, zum Teil sogar, das hat auch die Ringvorlesung herausgearbeitet, Unwissenheit bezüglich diesen strategischen Zukunftsoptionen in diesem wichtigen Feld besteht. Dabei sollten die politischen Akteure in der EU, wenn sie in die europäische Raumfahrt politisch und finanziell investieren, eigentlich verstehen, dass sie damit letztlich für das gesamte industrielle Ökosystem Europas Ressourcen bereitstellen. Ich erinnere nochmal an den Vortrag von Arne Gausepohl in diesem Zusammenhang. Ohne Satellitendaten gibt es, dies hat die Ringvorlesung verdeutlicht, enorme Einschränkungen in vielen wirtschaftlichen, militärischen, aber auch alltäglichen Feldern. Dem Vorbild des amerikanischen Apollo-Programms folgend könnte und sollte die europäische Weltraumforschung daher eigentlich, erneut eigentlich, ein gewaltiger Beschleuniger für die gesamte Industrie der EU-Mitgliedstaaten werden. Wenn man denn wollte und den bewundernswerten Ambitionen um eine strategische Autonomie Europas auch entsprechende Mittel zufließen lassen und zielgerichtete Strukturen aufbauen würde, wäre dies auch in den so drängenden Weltraumfragen durchaus erreichbar, wenn man denn wollte. Strategische Autonomie, meine Damen und Herren, ist nicht billig. Strategische Abhängigkeit ist jedoch langfristig deutlich teurer. Das merken wir gerade, wenn wir wieder auf das Feld Weltraum schauen, bei der europäischen Raketenlücke. Das wurde in der Ringvorlesung auch schon thematisiert. Die Ariane 6 ist noch nicht startbereit. Die Vega C fällt aus, dadurch, dass wir uns mit Russland überworfen haben. Die Ariane 5 wird nicht mehr produziert. Wir sind also als Europäer vollends auf die Falcon 9 der Amerikaner angewiesen, die zudem deutlich billiger, ein Drittel, die Hälfte der Stückkosten, in der Lage ist, gut in den Orbit zu transportieren. Dies kann man wollen und akzeptieren, muss dann aber eben auch bereit sein, die langfristigen industrie- und sicherheitspolitischen Konsequenzen zu tragen. Hier eine kleine Erinnerung. Die meisten von uns tragen in den Taschen derzeit keine europäischen Handys. Die meisten von uns nutzen in dem Arbeitsalltag keine Programme europäischen Ursprungs, wenn wir Bildschirmzeit verbringen. Die wirtschaftlichen Erträge, die technologischen Innovationen und die strategischen Stärken haben daher vielfach außereuropäische Akteure. Bei den im Bereich Weltraum für den europäischen Wirtschafts- und Industrieraum strukturschaffenden Projekten fällt es Deutschland und Frankreich leider bisher jedoch immer noch, vielleicht auch wieder, erstaunlich schwer, ein Gleichgewicht zwischen den Erfordernissen einer europäischen Souveränität
und der jeweiligen nationalen Wettbewerbsfähigkeit zu finden. Obgleich beide Länder formal sehr enge Partner sind, entwickelt jedes Land beispielsweise eine eigene Weltraumstrategie und hat ein eigenes oder arbeitet an einem eigenen Weltraumgesetz, ohne zielgerichtet eine gemeinsame europäische Ambition hervorzubringen. So gehört Paris mittlerweile zu den Unterzeichnern der Artemis-Accords, Berlin indes nicht. Frankreich stellt in der eigenen Weltraumsicherheitsstrategie Deutschland als wichtigen europäischen Partner in diesem Sektor heraus. Wir werden in wenigen Monaten sehen, ob Berlin das ähnlich sieht und auch diese Rolle Paris zukommen lässt. Ich hoffe es zumindest. In jedem Fall besteht die Gefahr, dass die Renationalisierung der industriellen Raumfahrtpolitik in Europa letztlich dazu führt, dass die europäische Industrie mittel- und langfristig ins Abseits gedrängt wird und den Anschluss an die ehrgeizigen Weltraummächte in anderen Teilen der Welt verliert. Wie die wirtschaftlichen Vorteile, welche weltraumgeschützte Technologien, auch das hat die Ringvorlesung deutlich gemacht, bieten, gerade auch für andere Wirtschaftssektoren eigenständiger nutzen können. Um die zurückliegende europäische Erfahrung bei den eigenen Misserfolgen im Bereich der Mikroelektronik, der Softwareentwicklung und vielen anderen Gebieten nicht zu wiederholen, scheint es daher überaus ratsam, dass es sich Europa nicht noch einmal leisten wollen sollte, durch strategische Untätigkeit absehbar zu einem technoindustriellen Juniorpartner degradiert zu werden, der für essentielle Weltraumdienste und Technologien strategisch zukünftig zuvörderst von außereuropäischen Akteuren abhängig ist. Das kann man wollen, das ist dann ein selbstgewähltes Schicksal. Ein europäischer Status als, ich zitiere, Vasall Amerikas, Zitat Ende, das haben Jeremy Shapiro und Jana Pouglerin unlängst in einer sehr klugen Analyse für das European Council on Foreign Relations herausgearbeitet, ist zudem langfristig auch nicht im Interesse der Amerikaner. Zugleich ist es in dieser Frage in jedem Fall sinnvoll, innerhalb Europas offen und hinter den Kulissen zu streiten und Druck zu machen. Ich erinnere an die historische Genese des europäischen Galileo-Satellitennavigationsnetzwerks, das trotz aller durchaus vorhandenen Rückschläge, Verzögerung heute als veritabler europäischer Erfolg im Bereich Weltraum deklariert werden muss. Ohne die damalige politische, man könnte fast sagen strategische Weitsichtigkeit des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac wäre dieses eigenständige europäische globale Navigationssystem nicht etabliert worden. Er wusste offenbar stärker als andere europäische Regierungschefs zu seiner Zeit, wie abhängig die Europäer von den im Weltraum platzierten Infrastrukturen sind. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Dr. Jules Rabin eine überaus kundige und sehr engagierte Stimme für dieses drängende Thema Europas Zukunft im Weltall gewinnen konnten und dass er uns an seinen langjährigen Einblicken teilhaben lässt. Jules Rabin ist Botschaftsrat für Raumfahrt an der französischen Botschaft in Berlin. Er ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und begann seine Karriere als Direktor der Transportabteilung und stellvertretender Leiter der Abteilung für lokale Entwicklung bei BIP Conseil. 1996 wurde er zum stellvertretenden Direktor des Stadtplanungsamtes von Nanzig. Weitere Karrierestufen waren unter anderem die des Generaldelegierten für wirtschaftliche Entwicklung und Bodenpolitik beim Gemeindeverband Groß-Lyons und später innerhalb der Metropolregion Nizza-Côte d'Azur. Von 2012 bis 2014 war Jules Rabin Berater im Kabinett des Ministers für Wirtschaft für die Bereiche Dezentralisierung, mittelständische Unternehmen und Unternehmensgründung sowie Verkehr und Telekommunikation. Von 2015 bis 2017 folgte die Stelle als Berater für Innovation und Forschung beim Staatssekretär für Hochschulbildung und Forschung. In Folge stieg er zum Berater des Präsidenten des CNES auf, das ist die französische Weltraumagentur, nachdem er dort bis Ende 2021 Direktor für Innovation, Anwendungen und Wissenschaft gewesen war. Lieber Jules, vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, von der Spree hier an den Rhein zu kommen, dein Fachwissen mit uns teilen möchtest und heute uns einen guten Ausblick in die hoffentlich starke Zukunft Europas im Weltraum gibst. Vielen lieben Dank, schön, dass du da bist. Danke. Dann so funktioniert gut. Dann vielen Dank, Enrico, für die Einladung. Zuerst möchte ich sagen, ich bin kein Diplomat. Ich bin kein Ingenieur. Und ich vertrete nicht die offizielle Position Frankreichs Regierung. Okay? Dann, was ich sage, ist nur meine Verantwortlichkeit. Nicht weniger, nicht mehr. Und ich werde versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Ich bitte Sie um
Geduld für meine deutsche Sprache. Was bedeutet das? Zuerst müssen Sie sagen, was ich meine, ist mehr komplizierter, als was ich sage. Dann, wenn Sie Fragen haben, keine Zweifel, bitte stellen Sie Fragen, weil immer das ist das Gleiche. Universität bedeutet Konfrontation, bedeutet gemeinsame Arbeit, bedeutet Verbesserung. Und ich bin hier auch, um meine Idee zu verbessern und vielleicht zu realisieren, dass sie nicht so gut sind, als ich meinte. Dann bitte, ich bin sehr froh, Ihre Frage zu antworten. Europa, Raumfahrt, Notwendigkeit oder Versicht? Wenn man der Bundeshaushalt 24 gucke, wenn man diese Bundeshaushalt 24 gucke, ganz einfach, minus 18% für Raumfahrt in Deutschland, Game over, kein Ehrgeiz, keine Ambition, kein Deutscher im Raumfahrt. So ist es. Die Zahlen sprechen, minus 400 Millionen für die Raumfahrtagentur DLR, 400 Millionen. Okay, für die Forschung. So ist es. Dann, heutzutage kann man sagen, für die Deutschen, es ist Verzicht, keine Notwendigkeit. Aber warum ist es so wichtig, über Raumfahrt zu sprechen, um diese Industrie, zu verteidigen? Zuerst würde ich sagen, das ist eine sehr kleine Industrie. 50.000 Leute, 50.000 Leute arbeitet in der Raumfahrt in Europa. Weniger als 2 Krankenhäuser in Köln. Man muss das in Kauf nehmen. Es ist keine riesige Arbeitnehmerorganisation. Es ist sehr klein. Dann, warum ist es so wichtig, diese Industrie zu verteidigen? Erste Punkt, weil Raumfahrtindustrie bedeutet Daten. Und Daten bedeutet wie Öl für die künftige Industrie. Kein autonomer Wagen ohne Raumfahrtdaten. Keine Bioproduktion ohne Raumfahrtdaten. Keine Mitigation for Global Warming ohne Raumfahrtdaten. Dann, wir sprechen nicht über Raumfahrt. Wir sprechen ganz einfach über die Zukunft der Industrie in Europa. Ohne Raumfahrt keine Industrie in Europa in der Zukunft. Das müssen wir in Kauf nehmen. Und die zweite Gründe, warum ist es so wichtig, weil für die meisten Länder Raumfahrt ist eine Frage des Stolzes. Es gibt immer Fahne in der Raumfahrtindustrie. Alle Fahne. Ich weiß nicht, ob Sie schon im Internet, auf Internet oder irgendwo Launch von SpaceX gesehen haben. Diese Reusable Rockets von den Amerikanern. Wenn der Launch stattfindet, was schreien die Leute? Was schreien die Leute, die das gucken? Die schreien USA, USA. Die schreien nicht Elon Musk, SpaceX. Die schreien USA, USA. Für die Franzosen, Raumfahrt ist ein Symbol der Unabhängigkeit. Ganz einfach. Endlich sind wir unabhängig. Haben wir unsere eigene Rakete, unsere eigene Kapazität, nicht nur Rakete, aber auch Missil zu launchen. Für die Italiener, das ist das Gleiche. Die Italiener sind Grande Nation der Raumfahrt. Für die Deutschen geht es um Arbeitsplätze. 15.000. Worüber sprechen wir? Wir sprechen nicht von nichts. Das ist das Problem. Eines Problem. Dann, Frage zu stellen. Mehr als Satellit Raumfahrt, mehr als Satellit und Launcher. Europa, who is in charge?
endlich die Frage, gibt es einen Weg? Können wir eine Lösung finden? Und ich werde ungefähr 30 Minuten sprechen und ich warte auf Ihre Frage. Es ist, ich meine, wichtiger als was ich sage. Aber wenn ich etwas unverständlich sage, bitte stellen die Frage, ich verstehe nicht, was Sie sagen, und ich verstehe nicht diese Daten und so weiter. Dann Daten und Fakten. Diagnostik, immer. Diagnostik ist wichtig. Was ist heutzutage Raumfahrt? Vor 20 Jahren waren wir allein, das war so schön. Das war eine Ivy League. Wir waren UdSSR, Vereinigten Staaten und Europa. Wir hatten unsere Launcher, unsere Satelliten und die anderen haben nichts. So war das Leben so schön. Jetzt ist es ganz anders. United Arab Emirates haben eine, ich würde sagen, ambitionierte Projekte, Politik als die Europäische Union. Ich meine United Arab Emirates. Ich spreche nicht von Russland oder Japan. Ich spreche von United Arab Emirates. Saudi-Arabien geben mehr Geld als Europäische Union in dem Raumfahrt aus und haben schon eine Marsmission gelauncht und es war ein Erfolg. Dann, wir sind nicht allein, wir sind nicht mehr allein. Viele Länder haben ihre Kapazität, Satelliten und natürlich Waffen ins All zu bringen. Das ist auch wichtig, welche Länder haben ihre Raumfahrtagentur. Heutzutage gibt es 55. In Afrika gibt es schon Raumfahrtagenturen. In Indonesien, in Südamerika. Es ist nicht eine Frage Europa und Vereinigten Staaten und China und Russland. Es ist eine internationale Frage. Raumfahrt für diese Länder ist wichtig. Und wir sprechen mit den Afrikanern. Es gibt eine afrikanische Raumfahrtagentur in Ägypten. Sie sagen, wir brauchen solche Daten, um unsere Industrie zu entwickeln. So muss man das in Kauf nehmen. Das ist nicht nur für reiche Länder. Es ist auch für alle Länder der Welt. Aber was passiert heute? Das ist die Launch nach Länder. Es fehlt, ich würde sagen, Europa, oder? Heutzutage haben wir nicht die Kapazität, einen Satellit ins All zu bringen. Haben wir nicht mehr. Das ist eine Neuheit. Das ist ganz abnormal. Ich meine, seit mehr als, ich würde sagen, 60 Jahren haben wir die Kapazität, unsere Satelliten ins All zu bringen. Jetzt haben wir nicht. Der letzte Ariane 5, die letzte Rakete, wird normalerweise heute haben, von Kourou gelandet werden. Aber jetzt sind die Amerikaner, die die Spielregeln, Russland, Japan, India. Neue Welt. Neue Kapazität. Was bedeutet das? Noch einmal im Kopf. Ohne Raumfahrtdaten keine Industrie in der Zukunft. Was bedeutet das? Wenn wir weitergehen, werden wir verschwinden. Das ist kein Pessimismus. Es ist reine Daten und Fakten. Was wir für Raumfahrt ausgeben, das ist die große Daten. Für die Amerikaner, wir sagen 41 Milliarden, das ist heutzutage 50% mehr, ungefähr 60 Milliarden. Mehr 60 Milliarden. Es gibt natürlich Department of Defense, Verteidigungsministerium, es gibt Agentur, DARPA, Innovationsagentur, es gibt Space Command, es gibt NASA, alle diese Agenturen oder Organisationen geben jährlich mehr als 60 Milliarden für die Entwicklung der Raumfahrt. In China sagen wir 11 Milliarden, wir wissen nicht ungefähr, aber okay.
11 Milliarden ist eine Idee, was passiert, aber wir wissen nicht. Europa, 8 Milliarden jährlich. Minus 80%, 18% für die Deutschen, ja, im Kopf noch einmal. Und so ist es. Das bedeutet, dass wir sind nicht mehr im Rennen. Wir müssen das in Kauf nehmen. Wir sind nicht mehr im Rennen. Und was ich sagte, bevor Raumfahrtindustrie, also es gibt so viele Daten, nur drei Zahlen. Launcher-Industrie, das sind die Launcher, SpaceX, Ariane und so weiter. Das bedeutet ungefähr 10 Milliarden Euro jährlich Umsatz. Sehr gut, aber so. Satelliten, das heißt Thales, Huawei in Deutschland und so weiter, weltweit, das ist minus, mehr und minus, ich würde sagen, 30 Milliarden, das ist gut geschrieben, das ist 30 Milliarden. Daten, 200 Milliarden. Dann werden die Leute meinen, das ist eine Infrastruktur. Ökonomie, Wirtschaft, Raumfahrt ist nur eine Infrastruktur, wir brauchen Launcher, wir brauchen Satellit. Das ist eine globale Irrtum. Raumfahrtindustrie ist Datenindustrie. Nur Datenindustrie. Für alle, Sie kennen den Film, Sie haben eine Andy, und wissen Sie, ohne Satellit, blablabla, und so weiter, insofern. Okay. Aber es ist wahr. Ohne Satelliten kann Geldautomat zum Beispiel. Man kann Geld und so weiter, kann autonom Vehicle und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass für uns, wir müssen das verstehen. Wir sprechen nicht von Leuten, die Launcher entwickeln. Wir sprechen nicht von Leuten, die Satellit erstellen. Wir sprechen von Daten für unsere Industrie. Das bedeutet auch für die Zukunft. Es gibt eine neue Welt. Heutzutage die Amerikaner und die China wollen eine Moon-Base entwickeln. Okay, dann können wir sagen, sie können ihre Moon-Base entwickeln. Okay, das heißt, wir werden später als Europäer oder wir werden im Moon-Base, in dem amerikanischen Moon-Base wohnen und so weiter. Airbnb, USNB, Airbnb, alles klar. Wir müssen verstehen etwas. Es gibt nur einen Landungsstandort auf dem Mond. Das ist Südpol. Warum? Südpol, egal, Wasser. Ohne Wasser kann Kapazität, Wasserstoff und so weiter und so fort zu produzieren. Das heißt, keine Kapazität, ein Leben auf dem Mond zu stabilisieren. Das Problem ist, Südpol auf dem Mond, das ist Alpenland. Es ist kein flaches Land. Es gibt Gebirge, es gibt Talen und so weiter. Das bedeutet, es gibt nur 5 oder 6 Standorte für einen Moonbase auf dem Mond. Die Amerikaner wollen schon 3. China 2 oder 3. Klar. Und vielleicht das Wichtigste. Wir waren vor 2 Tagen bei der BDI in Bonn und wir waren mit Carsten Klein von der FDP, arbeitet bei der Haushalt mit Linda und gesagt, okay, wir verstehen, wir müssen viel Geld in Raumfahrt investieren, aber jetzt haben wir unseren Job gemacht, jetzt müssen private Wirtschaft seinen Job machen. Quatsch, das geht nicht. Raumfahrtindustrie ist rein öffentliches Geld. Für Europa mehr als, ich würde sagen, 95% der Investitionen in Raumfahrt sind öffentliche Investitionen. Dann können wir sagen, ja, aber die Amerikaner sind die Besten. Für die Amerikaner 93%. Natürlich gibt es private Gesellschaften. Aber diese private Gesellschaft, wovon kommt das Geld? Das Geld von NASA, Space Command,
dort US Air Force und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ohne öffentliches Geld gibt es keine Raumfahrtindustrie. So ist es. So ist es. Wir können sagen, oh weh, das tut weh, das, wir können anders machen. Ja, sicher. Aber in der Raumfahrt, und ich würde sagen, als Wirtschaftswissenschaftler, in Deep Tech, am Anfang gibt es öffentliches Geld. Immer. Und nicht Millionen, Milliarden. Von 20 Jahren her arbeitete ich bei der Biotech-Industrie. Und ich habe Vertreter in Frankreich, ich habe Vertreter von Firma Moderna getroffen. Und er wollte in Paris-Region ansiedeln. Und er hat mir gesagt, okay, wir brauchen 20 Millionen Euro, um unsere Fabrik zu entwickeln. Ich habe gesagt, leider, es gibt keine 20 Millionen öffentliches Geld für solche Unternehmen. Okay, sind Sie jetzt in den Vereinigten Staaten und Moderna mit BioNTech haben die Impfung für Covid entdeckt. So ist es. Wir müssen investieren für die Zukunft. Raumfahrtindustrie ist reine Investition. Zweite Teile Europa, who is in charge? Das ist ein bisschen kompliziert. Erste, in Deutschland. Diese Squeeze ist sehr, sehr, sehr interessant, weil wir sehen, es gibt viele, viele, viele Dinge. Es gibt eine Fahne, Europäische Union, Europäische Kommission. Haben Sie entdeckt? Okay, schön. Es gibt ESA. ESA ist European Space Agency. European Space Agency, das ist 22 Länder, inklusive Schweiz, Norwegen und Kanada. Okay? Es gibt DLR, Deutsche Raumfahrtagentur, aber es gibt zwei DLR. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt eine Raumfahrtagentur, DLR, das heißt, 200 Leute nur für Raumfahrtindustrie. Außerhalb 23, das war 371 Millionen. Dieses Jahr, nächstes Jahr würde ich sagen, in 24 nur 313 Millionen Euro. DLR. Es gibt DLR-Instituten. Das sind mehr als 50 Instituten in Deutschland, flächendeckend. Und sie arbeiten in verschiedenen Fächer, nicht nur Raumfahrt, aber Luftfahrt, aber auch Verkehr und so weiter. Energie, das ist ganz kompliziert. Dann für die Leute zum Beispiel, die sind, würde sagen, der kleine Mann ist Wagniskapitaler. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Mit wem muss ich sprechen in Deutschland? Das ist das Gleiche in Frankreich, in Italien. Mit wem muss ich sprechen? Muss ich sprechen mit ESA, mit USPA ist eine Raumfahrtagentur für die Europäische Kommission. Dann, wenn Sie verstehen haben, sind Sie sehr gut und sehr klug, weil ich habe noch nicht verstanden. Für ESA, European Space Agency, die jetzt 22 Länder, inklusive Schweden, Norwegen und Kanada. Jede drei Jahre machen wir eine kleine Meeting, das ist das Ministerialkonferenz, und alle Länder sagen, wie viele Milliarden gebe ich an ESA für seine Mission. Aber es gibt eine Trap. Ja. Wenn die Länder, zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, sagen wir Frankreich, Frankreich sagt, okay, ich gebe an ESA 100 Millionen Euro. Aber ich gebe nicht. Das bedeutet, dass für meine Unternehmen, die französische Unternehmen, möchte ich 86 Millionen zurückkommen. Das bedeutet, dass sie investieren nicht in ESA. Sie investieren durch ESA für ihre eigene Industrie.
Und das Spiel ist immer das Gleiche. Am Ende der Mittagskonferenz, wer gewinnt? Wer hat mehr für seine Industrie ausgegeben? Dann seit zwei Ministerkonferenz, das sind die Deutschen. Dann die Deutschen sagen, wir sind die Besten in Raumfahrt. Und die Franzosen sind verletzt zu sagen, die Deutschen waren. Okay. Aber das ist nicht für die Entwicklung der Raumfahrt in Europa. Das ist für die Entwicklung unserer eigenen Unternehmen in der Raumfahrtindustrie in unserem Land. Das ist, was wir nennen Geo-Return. Ich will mein Geld zurück. Die Frage ist, ist es Industriepolitik oder Raumordnungspolitik? Nehmen wir ein dummes Beispiel. Ich komme aus Lituania. Ich habe, das ist ungefähr weniger als 1% der ESA-Budget. Aber mein Ingenieur in Lituanien haben die beste Launcher entwickelt. Super. Besser als SpaceX, besser. Wir können das nicht finanzieren. 1% der Budget. Leider können wir das finanzieren. Dann für große Projekte, das sind nur die reichen Länder, das heißt Italien, Frankreich und Deutschland, die das entwickeln können. Ich würde sagen, das ist keine Industriepolitik. Wir wählen nicht die besten Lösungen. Wir wählen die beste deutsche, französische, italienische Lösung. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir haben eine neue Landschaft entwickelt. Der ist nur ein Kompromiss unter Deutschland, Frankreich und Italien. Wir haben nicht den besten Launcher entwickelt, wir haben den Launcher, den Kompromiss-Launcher unter uns. Und das ist das Problem. Dieser Kompromiss ist nicht mit SpaceX wettbewerbsfähig. Was machen wir? Andere Beispiel. IRIS². Noch einmal, ich weiß nicht, ob Sie wissen, worüber es geht. IRIS², das ist eine Low-Orbit Constellation. Low-Orbit Constellation, das bedeutet, Sie haben Internet sehr schnell auf Ihrem Computer und irgendwo auf die Planete, im Ozean, blablabla. Okay? Sehr wichtig für zwei Dinge. Sehr wichtig für alle Leute wir sagen nicht mehr Entwicklungsländer, ich weiß nicht, wie wir sagen, auf Entwicklungsländer, sage ich. Sie haben keine Elektrizität oder keine Kapazität oder keine Antennen, dann können wir mit IRIS² Internet für solche Länder entwickeln. Zweite, Krieg, Schlachtfeld, Kommunikation. Der erste Angriff von Russland war nicht auf dem Feld, das war in der Halle. Sie haben Satelliten, europäische und US-amerikanische Satelliten angegriffen, Viasat, um die Ukraine zu isolieren, würde ich sagen. Dann haben sie das gemacht, sofort. Wir haben das Gleiche gemacht, sofort. Aber wir hatten keine Lösung mehr. Und die Lösung, die wir hatten, war von SpaceX, diese Starlink Constellation. Weil Starlink hat schon eine Constellation, Low-Orbit-Constellation. Und für alle Leute an dem Schlachtfeld war es möglich, Kommunikation zu etablieren mit anderen Einheiten und so weiter und so fort. Dann ohne Low-Orbit-Constellation sind unsere Soldaten blind an dem Schlachtfeld. Dann Europa hat gesagt, wir wollen eine. Und wir haben schon einen schönen Namen entwickelt, das heißt IRIS². Jetzt die Frage ist, wer macht was? Europäische Union gesagt, okay, ich bin fertig, ich investiere 2,4 Milliarden Euro. Wer ist der Kommissar für Raumfahrt bei der Breton? Welche Nationalität?
Da die Deutschen haben gesagt, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wir wollen nicht. Das ist ein Feind von der deutschen Industrie. Okay? Dann von Anfang an, die Deutschen haben gesagt, wir wollen nicht mitspielen. Und natürlich, Breton hat viele Fehler auch gemacht. Er hat viele französische Unternehmen ausgewählt. Und die Deutschen haben gesagt, ja, wir haben den Beweis. Er will nur mit französischen Unternehmen arbeiten. Dann, wir wissen, dass wir solche Konstellationen brauchen. Aber heutzutage sind wir nicht fähig zu sagen, okay, wir müssen das vergessen, brauchen wir solche, wer macht was, ist wichtig, aber wir brauchen für unsere eigene Sicherheit diese Konstellation. In der Bundeshaushalt 2024, die Deutschen minus 50 Millionen für IRIS² Investitionen. Das bedeutet, dass die Deutschen, es ist kein Fehler von den Deutschen, es gibt kein Böse, keine Gute, es gibt kein Weiße oder kein Schwarze. Alles ist grä, alles ist grau. Aber ich würde sagen, das ist das Komplizierte, das Leben, das wir so arbeiten müssen. Dann haben wir diese Konstellation und werden wir heutzutage, meiner Meinung nach, diese Konstellation nicht kriegen. Oder später. Das bedeutet in 5 oder 10 Jahren. Das bedeutet, dass wir sind nicht unabhängig für unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld. Unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld, entweder wo sie wollen, brauchen die US-Satellitendaten, um zu gewinnen und unser Ziel zu erreichen. Das ist das Problem. Wir bauen das, aber das ist zu kompliziert. Wir sind unfähig, diese Konstellation aufzubauen. So ist es. Das ist die Antwort. Das bedeutet, dass, wo ist in charge? Die Frage ist, Europäische Union sagt, ich will diese Konstellation finanzieren. Kommissar Breton ist französisch. Die Deutschen sagen, wir wollen nicht. Umgekehrt, European Space Agency sagt, okay, ich kann ein bisschen finanzieren. Der Geschäftsführer von European Space Agency ist Österreicher. Die Franzosen sagen, er arbeitet für die Deutschen, nein, wollen nicht. Dann, das ist so einfach, aber das sieht ein bisschen vielleicht dumm oder so. Aber es ist die Wahrheit heutzutage, aber wir Schwierigkeiten. Dann die Frage ist, wie können wir das machen und wie können wir endlich einen Weg finden? Das ist der letzte Teil. Nur ein bisschen Humor, entschuldigen Sie. Das ist die Franzosen, die fragen, die warten auf eine deutsche Antwort. Weil das Problem in die Franzosen, wir entscheiden sehr schnell. Und später, das ist nicht wichtig, okay, das wird kommen. Logistik wird folgen, wie wir sagen. Die Deutschen brauchen viel Zeit, um die Entscheidung zu nehmen, aber wenn sie die Entscheidung getroffen haben, das geht schnell. Das ist umgekehrt. Wir können nicht sagen. Und in Erbil sagen wir, ein Deutscher, egal 10, eine Franzose, egal 10 Deutschen. Dann sind sie die Besten. Und 10 Deutschen, egal 100 Franzosen. Allein sind sie sehr gut. In Gemeinschaft sind sie sehr gut. Leider haben wir schlechte Beispiele heutzutage. Was bedeutet, was kommt jetzt in der Raumfahrtindustrie? Haben gesagt, Launcher. Heutzutage haben wir nicht autonomen Zugang zum Hall. Heutzutage haben wir nicht oder noch nicht unsere Low Orbit Constellation. Aber das ist die Vergangenheit. Die Zukunft kommt. Die Zukunft heißt Starship. Starship, das ist diese riesige Launcher. Vielleicht haben Sie die Bilder auf Fernsehen gesehen, diese riesige Launcher und da 400 hat explodiert. Okay. Aber mit solchen Launcher, die Kosten für ein Kilo in Orbit, das ist $100. Heutzutage
zahlen wir mehr als 5.000 Euro. Das bedeutet, dass, wenn es klappt, und ich würde sagen, wir als Europäer, wer Elon Musk hat uns gesagt, wir wollen eine wiederbenutzbare Rakete entwickeln, alle Leute haben gedacht und gesagt, okay, das sind die Amerikaner. Wie Tesla. Sie werden keine einzige Rakete bauen, das ist nur Zukunftsmusik. Sie haben das gemacht, in 3 Jahren. Starship kann funktionieren. Und ich würde sagen, als Raumfahrt-Geek, ich hoffe, das wird funktionieren. Natürlich, es wäre eine gute Idee, ein Symbol für die gemeinsame Welt. Aber das bedeutet, dass in der Zukunft brauchen wir auch ein Super Heavy Launcher. Und haben wir noch nicht. Wir brauchen sicher auch ein Moonbase. Noch einmal, wir wollen kein Moonbase für unsere Raumfahrtindustrie. Wir wollen nicht die Entwicklung der Raumfahrtindustrie nur für die 50.000 Leute in Europa. Sie müssen nicht vergessen, ohne Raumfahrtsdaten keine Entwicklung der Industrie in Europa. Und ich spreche nicht von militärischen Anwendungen. Ja, sehr wichtig. Dann für die Militär natürlich brauchen wir auch solche Installationen, solche Infrastruktur, solche Daten. Wir wissen es. Heutzutage sind wir unfähig, diese Daten zu liefern. Was können wir tun? Das ist, was wir brauchen, um Human Exploration zu entwickeln auf europäischer Ebene. Wir haben keine Vehicle, wir haben kein Crew Vehicle, wir haben kein Space Station, bla 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 bla. Wir müssen jetzt investieren. Oder wir müssen sagen und erklären, dass wir nicht eine Raumfahrtindustrie in Europa entwickeln wollen. Das ist wie die Handy. Sagen wir Nokia, vergessen, okay, dann werden wir Apple oder Samsung kaufen. Nicht so schlimm, oder? Können wir das sagen? Ich sage immer, wir sind eine US-Datenkolonie, US-Software-Kolonie. Wir können auch eine US-Raumfahrtkolonie sein. Ganz einfach. Wissen Sie, die Vereinigten Staaten haben mit der NATO eine Disruption Agency gegründet in London, der heißt DIANA. Sie investieren in Universität, europäische Universität und in europäische Start-up. Einige deutsche Unternehmen haben schon Kontakte und haben schon Partnerschaft mit DIANA. Zum Beispiel in Bayern. Das bedeutet ganz einfach, dass wir haben schon die Wahl gemacht. Wir werden Produkte aus Vereinigten Staaten kaufen. Das bedeutet nicht nur für die 50.000 Leute, aber das bedeutet etwas für die gemeinsame Industrie in Europa. Dann gibt es drei Möglichkeiten. US Subcontractor. Ich würde sagen, warum nicht? Aber wir müssen strategisch nachdenken und sagen, wir haben diese Wahl gemacht. Und wir machen so. Wir können Bridge zwischen zwei Superpower. Wissen Sie, in Frankreich arbeiten wir seit Jahren mit UdSSR. Und wir arbeiten weiter mit China. Zum Beispiel, wenn die Amerikaner wollen mit den China arbeiten, senden sie eine Mail an CNES, Raumfahrtagentur Frankreich, und wir leiten diese Mail zum China weiter. Das ist unsere kleine Rolle. Aber wir können das machen auch. Oder wir können unsere eigene unabhängige Strategie entwickeln. Das kostet viel Geld. Und ich habe
erfahren, dass Deutschland gehandelt hat. Danke.